Es ist die Ära Ludwigs des 14. Opulenz regiert in Versailles. Wie viele Springbrunnen haben wir, Colbert? 1500, Eure Majestät. Bravo! Aber eine kleine Provinz ist in Ungnade gefallen und steht am Rande des Ruins. Keine Lieferungen, bis diese Rechnungen beglichen sind. Der einzige Ausweg ist, dem König ein paar erlebnisreiche Tage zu bereiten. Wenn ihr Wert auf die Gunst seiner Majestät legt, dann werdet ihr der Extravaganz dieser Festlichkeiten keine Grenzen setzen. Der einzige Mann, dem das gelingen kann, ist... Vatel! 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 Dieses Bankett wird alles entscheiden. Der Besuch seiner Majestät ist die höchste Prüfung. Alles muss vollkommen sein. Es wird alles vollkommen sein. Wer ist dieser Vatel? Wo kommt er her? Aus dem Nichts, aus der Pariser Gosse. Er lässt uns Köstlichkeiten schmecken, die wir nie vergessen werden. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Vergebt mir, Madame, wenn ihr erlaubt. Madame. Madame. Doch dann verliebt sich Vatel ausgerichtet in die Frau, die auch die Aufmerksamkeit des Königs auf sich gezogen hat. Der König bittet um den Gefallen, eine Schokolade mit euch trinken zu dürfen, in eurem Gemach um Mitternacht. Das schickt euch Monsieur Vatel, Madame. Was zum Teufel ist los mit euch? Er ist der König. Bleib hier. Nein, das ist unmöglich. Bringt mir diesen Vatel. Der König ließ Vatel rufen, der aber weigert sich zu kommen. Die wahre Geschichte von einem einfachen Mann, einem dekadenten König und einer Frau, die zwischen diesen beiden entscheiden muss. Die Oscar-nominierten Gérard Depardieu, Uma Thurman, Tim Roth in Vatel.